Hey ihr und willkommen zu meinem Pop-Date Nummer 4 müsste es glaube ich sein. Heute ist ein bisschen was anders und zwar nicht nur, dass der Bart wieder ein bisschen mehr kürzer ist. Das schwarze hier, das ist ein Mikrofon von mir und ich probiere einfach mal aus, wie das halt mit dem ist, nicht mit dem Ansteckmikro. Deswegen wäre es cool, wenn ihr mir sagt, ob das jetzt besser ist, schlechter ist, genauso gut oder was auch immer. Ja, fangen wir direkt mal an. Diesen Monat, beziehungsweise Monat ist ja eigentlich falsch, seit dem letzten Pop-Date, sind es wirklich einige Figuren mehr geworden, was auch unter anderem daran liegt, dass ich wieder eine kleine Lieferung von Pop in the Box bekommen habe, und zwar nicht nur meine Abo-Box, wo ich halt immer zwei Stück kriege, wobei das diesen Monat nur eine war, aber da bin ich schon mit dem am Reden, ich darf mir noch eine aussuchen, weil die eigentlich geschickt werden sollte als zweite Figur, die war auf einmal vergriffen. Okay. Nee, ich habe also auch noch von denen eine, diese Damage-Pops bekommen. Das waren jetzt vier Stück und ich würde sagen, mit denen fangen wir einfach mal an. Und ich wollte euch auch mal zeigen, Damage, was heißt das eigentlich genau bei denen? Wo sind die kaputt? Weil die kosten ja dann nur 5 Pfund. Du kannst dann halt dann welche kaufen, aber du weißt halt nie, welche du dann halt kriegst. Ja. Wird auch dann mal doppelt oder dreifach halt in der Packung drin sein, wenn du ganz, ganz viel Pech hast. So, fangen wir mal an. Und zwar, der erste kaputte Pop, das war RIP, der hier. Der Crossbone aus Civil War. Und wie ihr es seht, an der Figur oder auch nicht seht, keine Ahnung. Die ist ganz. An der ist absolut nichts kaputt. Aber die Box von dem, Moment, die war hier. Da bin ich hier. Das hier ist die Box von dem. Wenn ich jetzt mal so drehe, ich glaube, den allerwenigsten fällt auf Anhieb auf, wo sie kaputt ist. Oder? Ich kann es euch zeigen. Hier, da ist sie kaputt. Da hinten. Ja? Da hat sie halt so eine Delle. Das sieht man jetzt hier ganz gut. Die ist hier eingedellt. Und hier hinten noch. RIP, da geht es halt auch so rein. Die Packung ist kaputt und da ganz, ganz viele Sammler halt darauf großen Wert legen, dass auch die Packungen ganz sind, werden dann die vom Pop in a Box halt als kaputte Packung verkauft, damit die überhaupt noch loswerden, bevor sie halt dann die Figuren wegschicken, denke ich mal, und dann kommen sie zurück, weil kaputt. Das wäre dann für die auch doof. So, was haben wir denn hier? Ach, als nächstes, wie gesagt, war ja vier Stück. Und zwar habe ich hier die 11 with Egos. Ich weiß nicht genau, wie diese Keksdinger hier sich jetzt genau aussprechen lassen. Die ist von den Filmen aus der Serie Stranger Things. Stranger Things, das war einigermaßen richtig, glaube ich. Und die Verpackung von der, die ist fast gar nicht kaputt, muss ich ganz ehrlich sagen. Hier, ich zeige dir es euch mal so rum. So. Ist mal so. Na, wo ist sie kaputt? Ich musste auch ein bisschen suchen. Kaputt ist sie. Hier. Da oben, da ist die Packung etwas eingerissen. Das hier ist die einzige Beschädigung an dieser ganzen Verpackung. Wenn ich mir jetzt so hinstelle, ins Regal, hab ich gerade gemacht, ja, ich meine, so hinstelle, das fällt keiner Sau auf, dass die hier oben kaputt ist. 5 Pfund. Und da rollst du weg. 5 Pfund. So, was haben wir hier noch? Und zwar ist jetzt allerdings ein bisschen doof. Und zwar habe ich den hier, den guten alten Captain, mittlerweile das vierte oder fünfte Mal, glaube ich. Das allererste Mal hatte ich den in so einer Loot Chest Special Box. Da war ja so ein letztes Jahr oder vorletztes Jahr, ich weiß nicht mehr, zwei Special Boxen, wie gesagt. Einmal mit Iron Man und einmal mit Captain America. So, und da hat schon meinen ersten bekommen. Dann hat man irgendwann schon einmal so diese Damage-Pops geholt, da war in einer Packung, war zweimal der hier drin. Das ist halt dann einfach Pech, klar. Und deshalb stehen hier noch ein drittes Mal bekommen. Boah, ich kann ihn nicht mehr sehen. Ich meine, die Figur ist cool gemacht wegen dem Schild hinten und so weiter, aber ich will ihn nicht nochmal haben. Ich hoffe, das ist das letzte Mal, dass ich eine Packung aufmache und da ist dieser blöde Captain America drin. Die Packung von dem, die ist halt schon ein bisschen mehr kaputt. Hier oben kann man es sehen, dort. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das jetzt gut zeigen kann. Der hat hier hinten eine riesige Delle. Aber auch bei dem hier von vorne kaum was zu sehen. Allerdings von der Seite hier wieder. Ja? Und auch von oben. Aber ich denke mal, wenn man den jetzt so im Regal hat, dann rechts, links, unten, oben noch eine andere Popfigur, auch dann sieht man es nicht mehr. Ja. Was cool ist, bei diesen kaputten Dingern, das hat nämlich alles auch schon dreimal, das müsste jetzt das dritte Mal gewesen sein, dass ich einen großen Pop dabei hat. Das hier ist
Horton? Horton, genau. Ich habe den Film von dem nie gesehen oder Serie, wo auch immer der halt herkommt, keine Ahnung. Aber der sieht schon, ich finde, der sieht knuffig aus mit seiner kleinen Blume hier, die er im Rüssel hält und so. Und der sieht schon cool aus, ja. Ich weiß nicht, ob ich ihn behalten werde oder so. Denk mal erstmal schon. Aber der ist cool. Die Verpackung von dem, was das hier kaputt ist, das ist einfach nur lächerlich. Da. Was ist kaputt? Rip. Ich kann nur sagen, was hier das Kaputten ist. Hier sind Kleberreste von einem, ich denke mal vom Preisschild oder sowas. Und deswegen ist diese Box kaputt. Ansonsten ist hier absolut nichts dran. Wenn man ganz, ganz penibel ist, dann können wir jetzt sagen, dass hier, da meine ich, ja, dass hier ein bisschen was absteht. Aber mein Gott, man kann, das ist eine Papppackung. Immer muss man auch mal die Kirche im Dorf lassen. Und hier dieser Kleberrest, den kriegt man halt mal locker ab, ja? Wenn ihr mal Kleberrest habt, Tipp, aber vorsichtig. Ganz, 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 ganz vorsichtig. Geht mit dem Föhn dran. Warum ganz vorsichtig? Ich habe das mal mit einer Packung von meinem Neffen versucht. Hat wunderbar funktioniert, aber ihr müsst höllisch aufpassen, weil das Plastikdisplay hier, das fängt unheimlich schnell an, sich zu verziehen bei der Hitze. Also man muss wirklich nur ein bisschen drüber wieder weg, dann versuchen halt dann den Kleber abzumachen. Geht nicht mit Wasser dran, denke ich mal, weil ich glaube, Pappe und Wasser, das sollte sich nicht so gut vertragen, ne? So, machen wir weiter, und zwar mit meinen, was machen wir denn weiter? Ich habe hier noch einiges zur Auswahl. Ich würde sagen, mit meinen Overwatch-Pops. Genau, es gab neue Overwatch-Pops und unter anderem auch die Tracer. Die Tracer in einem weißen Outfit. So sieht sie aus. Rein optisch unterscheidet sie sich jetzt nicht wirklich von der Tracer, die es schon gibt. Von der Tracer, die es halt schon gibt. Abgesehen davon halt, dass die ein weißes Outfit trägt. Ich finde es schade eigentlich, weil die Figur ist schön, aber ich finde es schade, dass halt einfach nur Funko sagt, wir verpassen dir eine andere Färbung, und das ist eine neue Figur, weil wer das Spiel kennt, vielleicht, der weiß, dass die auch noch, wie alle anderen Charaktere auch, ganz, ganz tolle, besondere Klamotten noch tragen können. Und da finde ich schon, dass man da ein bisschen individueller sein könnte, ein bisschen kreativer von Seiten Funkos aus und dann nicht nur eine andere Farbe, sondern auch mal ein ganz anderes Kostüm nehmen kann. Nicht wie dieser ganze Batman-Scheiß, meine Fresse, wie viel Batman gibt's, ja? Und sie sehen zum Großteil alle gleich aus, also von der Grundform her. Halt dann nur eine andere Bemalung, das ist doch, naja, egal. Darüber reden wir heute nicht mehr. Was haben wir denn hier noch? Genau, die hier noch. Die, ich hoffe, ich tue es den Namen richtig aussprechen. Symmetra, wie auch immer. Und die sieht schon richtig cool aus mit ihren ganzen Details. Und ich weiß jetzt leider nicht, wie die Waffe von der heißt. Ihre Waffe ist ja quasi nur... Nee, Quatsch, das ist nicht nur der Handschuh. Ist ja auch vollkommen egal. Auf jeden Fall kann die hier mit dem Handschuh und mit der anderen Hand, das kann man, glaube ich, gar nicht so gut erkennen, oder? Doch, hier so ein... Was ist das? Das Energiekristall-Dingsbums machen? Ach, ich weiß gar nicht, wie es genau heißt, weil ich die nie wirklich spiele oder auch gespielt habe. Und was bei der Figur auch dabei ist, ist dieses kleine Ding. Das ist ja so eine kleine Drohne, so ein kleiner Roboter. Die pappt die halt irgendwo hin, und sobald ein Gegner in der Nähe ist, dann kommt dann da so brutzel Laserstrahlen raus, die unglaublich viel Schaden machen. Nicht jeder für sich genommen einzeln, aber die kann ja irgendwie 5 oder 6 Stück machen, und in der Summe brutzeln die einen Gegner sehr, sehr schnell nieder. Wo ist jetzt da der nächste? Na, hier ist er. Und zwar unser McCree, der coole Cowboy hier, und der sieht richtig geil aus, oder? Ist mal ganz ehrlich. Guckt euch mal jetzt die ganzen... Ich geh mal ein bisschen näher. Die ganzen coolen Details bei dem Handschuh angefangen. Dann der Gürtel, die Waffe. Das sieht alles so unglaublich cool bei dem aus. Hinten der zerfletterte Umhang und die Sporen bei den Stiefeln noch. Also das ist ein richtig, richtig schöner Pop. Von dem ist auch noch so ein GameStop-Exklusiven. Der hat dann halt das ist mit seinem... Amerika-Outfit, dann, ich weiß jetzt nicht mehr, was da alles anders ist, aber auf jeden Fall ist halt der Schal bei dem anders. Und das ist dann halt, die Amerika-Flagge hat er dann als Schal um. Habe ich mir auch noch bestellt, aber der kam bisher noch nicht an, keine Ahnung.
Wo ist der letzte? Da ist der letzte. Der größte. Und ich übersehen. Und zwar. Der Reinhard. Oh, guckt den euch an, oder? Ist mal ohne Mist. Das ist doch wirklich einer der coolsten und geilsten Pops überhaupt, ja? Find ich. So ein riesiger Ritter, Cyborg, Ritter, whatever, ja? Mit seinem riesigen Hammer, der auch noch hier Dingsbums hat. Ihr wisst schon, egal. Ja? Auf jeden Fall sieht die Figur richtig, richtig cool aus. Die ganzen Figuren von Overwatch finde ich insgesamt, dass sie sehr, sehr detailliert sind. Also, keine Ahnung, also die gibt sich da irgendwie mehr Mühe als bei anderen Pops. Ich weiß auch nicht warum, also zumindest ist das jetzt mal so meine eigene Wahrnehmung. Ob das jetzt wirklich so ist, dass sie sich da mehr Mühe geben, ich glaube eher nicht, aber es kommt mir zumindest mal so rüber. Jo, was haben wir jetzt hier noch? Hier habe ich schon alle hingestellt, schon alle gezeigt. Der hier. Genau, von einem, jetzt ist das eine kleine Figur aus einem Anime, oder auch Manga, ist natürlich klar, der meistens beides war. Unbedingt gucken, wer diesen Anime noch nicht gesehen hat, und zwar, wabau, Death Note. Death Note, richtig cool. Das hier ist der Ryuk aus, Snowdhout, klar, sicher. Und der Ryuk ist ein Shimigami, und das ist ein Todesgott, und der kann in seinem, kann man das sehen? Ich glaube nicht. Hier an der Seite hat er so ein kleines Büchlein hängen. Und wenn er die Namen von Menschen in sein Buch schreibt, dann sterben die. Und die verbleibende Lebenszeit, die sie eingestappt hätten, geht auf den Shimigami über. So, und er hat hier noch einen Apfel. Warum der einen Apfel hat, das verrate ich nicht. Dafür müsst ihr die Serie gucken. Richtig coole Serie. Genau. Coole Serie. So, das war's. Das war die Anime-Abteilung bei mir. Mehr gibt's nicht. Was es aber als nächstes gibt, ist etwas ganz Fluffiges. Das habe ich schon ein bisschen gezeigt. Hier, der Fluffy von Ich einfach unverbesserlich. Und ich weiß, momentan gibt es so einen Einhorn-Trend, aber ganz ehrlich, den hier, den gab es ja schon, glaube ich, vor diesem Einhorn-Trend, oder? Also bevor, dass ja mit, dass jeder Stift und jede Zigarettenpackung oder was auch immer mit einem Einhorn hätte sein müssen, da gab es den hier halt schon. Was cool ist, habe ich erst im Nachhinein erfahren, den hier wird es auch noch geben als Flocket. Flocket ist halt, für die, die es nicht wissen, das ist dann so ein bisschen so ein Stoffbezug halt oben drüber. Ich habe gerade, doch ich habe einen da, aber der steht zu weit weg und ich habe gerade keine Lust, den zu holen. Sonst könnte ich euch gerade mal zeigen, wie halt Flocket aussieht. Was nehmen wir jetzt? Genau. Machen wir mal hier weiter. Brump. Wer kennt ihn noch? Mein Wutbox-Video von diesem Monat. Das hier ist unser kleiner Emo Groot. Da steht zwar nicht so drauf, aber wie ihr seht, durch seine Frisur und wie der schaut, das hier ist ein Emo Groot. Und ich bitte jetzt jedem darum, der meine, mittlerweile jetzt zwei Videos gehört hat, dieses und das Wutbox-Video, wenn ihr den seht, irgendwo, nennt ihn Emo Groot. Das muss ganz offiziell werden. Das hier ist Emo Groot. Merken, ja? Wer es nicht macht, der ist unlustig. So, wen haben wir denn jetzt hier noch? Machen wir einfach mal mit dem hier weiter. Und zwar ist der hier aus dem neuen Spider-Man-Film. Den habe ich halt noch nicht gesehen. Wie dann auch? Ich glaube, der läuft erst nächsten Monat? Ich habe keine Ahnung, wann er läuft. Also noch läuft er, glaube ich, nicht. Das hier ist der, bei dem muss ich immer auf den Namen gucken. Und ich bin mir sehr unsicher, wie man den Namen richtig ausspricht. Ich würde sagen, Vulture, irgendwie sowas in der Art. Ich habe keine Ahnung, was der Typ kann, außer dass er fliegen kann. Das hat man in den Trailern ja schon gesehen. Aber ich finde halt, dass der Pop sehr cool aussieht. Mir gefällt's. Ja. Also ich musste den haben, einfach nur, weil es halt ein richtig schöner Pop ist. So, machen wir weiter. Wenn wir hier schon bei Spider-Man sind. Tony Stark. Iron Man. Der kommt ja auch in dem neuen Film vor. Und ich finde, ich habe immer so ein bisschen Problem damit, mit Pops, die halt richtig nach Mensch aussehen sollen, weil, naja, aufgrund der Kopfform und so, ist das halt nicht so gut möglich. Aber bei dem finde ich direkt, wenn man das jetzt mal nur so sieht, ich finde, man erkennt Tony Stark wunderbar, ja. Und was ich bei dem hier sehr, sehr lustig fand, auf seinem T-Shirt ist eine kleine Katze drauf. Und die sieht auch ganz, ganz schwer nach einer Popfigur aus. Und es gibt diese Katze als Popfigur. Ich weiß jetzt zwar nicht, warum... Hier fällt gerade was ganz Lautes vorbei. Hört man das? Keine Ahnung. Ich weiß jetzt zwar nicht genau, warum der jetzt eine Katzenpopfigur als T-Shirt trägt, aber ist auch vollkommen egal. Darum geht es ja nicht. Ja, so. Und damit komme ich zu meinen letzten drei Figuren schon.
Fangen wir mal mit dem hier an. Den wollte ich haben, weil ich die Serie früher immer sehr gerne gesehen habe als Kind. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich erinnere mich an diesen Charakter null. Ich habe keine Ahnung, wer das wirklich war. Wir reden hier von, ich muss direkt mal auf den Namen da oben gucken. Trap Jaw oder so ähnlich. Der hier ist von Masters of the Universe, also He-Man, ne? Und ich weiß nur, dass der zu den Bösen gehört, also zur Gruppe von Skeletor. Aber ich habe nicht die geringste Ahnung, wer der Typ ist. Ich erinnere mich null, null an diese Figur. Aber ich wollte sie haben, weil aus Gründen. Ganz einfache Sache. So, jetzt kommen wir zum letzten zwei, genau. Da zeige ich erstmal den. Und zwar ist er hier von der Harry Potter Welt, mehr oder weniger. Ah, nee, doch, doch, ist aus der Harry Potter Welt. Und zwar von Fantastic Beasts. Das ist ja Newt Scamander oder so ähnlich heißt der ja, ne? Und er hat halt hier so einen kleinen Zauberstab und halt hier seine kleine Weste an. Und das ist aber jetzt eigentlich ganz das Besondere. Also wenn die Figur einfach nur so gewesen wäre, ich hätte es mir nicht geholt, ganz ehrlich. Aber, vorsichtig, was bei dem dabei war, ist das da. Und da ist das, wie hieß er noch, Picket. Picket oder so ähnlich, ja. Und zwar ist das hier dieses kleine Monsterviech, was der immer in seiner Westentasche mit sich so rumgetragen hat. Erinnert sich wer? Keine Ahnung. Und naja, das ist er halt. Und nur wegen dem finde ich diese Figur halt zusammen in einer Box ziemlich cool. Deswegen habe ich mir den geholt. Richtig. So, und jetzt komme ich schon zum letzten Pop. Und das ist ein Star Wars Pop. Und ich bin wirklich froh, dass ich den noch bekommen habe. Ich weiß nicht, ob man den noch kriegt. Ich habe keine Ahnung. Ich habe meinen jetzt geholt von Forbidden Planet. Und das ist ein Pop von der, ich muss mal nachgucken, von der 2017er Galactic Convention. Ich rede hier von Wom. Obi-Wan gesagt. Qui-Gon Jinn. Und zwar als Holo oder sowas in der Art. Auf jeden Fall leuchtet der im Dunkeln. Zumindest steht das drauf. Der hier, der war jetzt seit einigen Tagen, steht er auf meinem Regal rum, direkt über meinem Schreibtisch. Das heißt, ich sehe den ganz, ganz oft und ich habe den abends noch nie leuchten sehen. Du leuchtest nicht. Vielleicht, wenn man den mit Schwarzlicht anstrahlt oder wirklich knallhart in die Sonne stellt, vielleicht leuchtet er dann, aber jetzt einfach nur so mit ganz normalem Zimmerlicht und Licht, das nur von draußen reinscheint, ich habe ihn nicht leuchten sehen. Nein. Aber das habe ich mit ganz, ganz vielen Pops. Da hinten sind auch noch irgendwo, glaube ich, welche, die auch leuchten sollen. Es steht jetzt laut dem Sticker drauf. Ich habe noch nie einen Pop von mir leuchten sehen. Noch nie, nie und nie, niemals. Ich habe Bilder gesehen, wo sie leuchten, aber bei mir tun sie es einfach nicht. Ja, das war's. Ich habe jetzt nicht mitgezählt, wie viele Pops das waren, aber es waren wieder einige. Platzmäßig wird es langsam eng. Hier oben kann ich schon ein paar hinstellen. Da hinten nicht mehr. Aber ich habe jetzt mir hier ein neues Regal geholt und da noch eins. Also ich kann einen noch ein bisschen tricksen, glaube ich, ja. Ein bisschen was ist noch drin. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass ich dieses Jahr an meine Platzgrenze komme, was Popfiguren und überhaupt irgendwelche Figuren angeht. Ja, schauen wir mal, was bis dahin ist und was ich dann tun werde. Vielleicht anbauen, vielleicht ein neues Haus ziehen, keine Ahnung. Wir werden es sehen. Ja, ich bedanke mich dann mal fürs Zusehen. Wünsche euch noch ein wunderschönes Restwochenende. Heute ist Samstag. Es sollte Samstag sein, wenn ich das Video hochlade. Und das Wetter ist wieder gut. Oder, na, vielleicht ein bisschen zu gut für meinen Geschmack. Könnte ein Ticken kühler sein. Ja. Aber was soll's. Daran kann man nichts ändern. Ja, danke fürs Zusehen und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, tschüss.